Willkommen zum heutigen Programm. In den 1970er Jahren lebte Maharishi Mahesh Yogi in der Schweiz, in einer bergigen Gegend mit einer wunderschönen Landschaft und einem Blick auf den Vierwaldstätter See. Er hielt an diesem Ort regelmäßig internationale Konferenzen mit verschiedenen Themen ab, wie zum Beispiel Gesundheit, Bildung, wissenschaftliche Forschung, Wirtschaft, militärische Verteidigung, Psychiatrie, Recht, Rehabilitation und andere Themen. All diese Themen in Bezug auf die Meditation gesehen. Es war immer eine schöne und interessante Erfahrung, diese Konferenzen zu besuchen. Es gab Redner aus der ganzen Welt, natürlich immer mit der Anwesenheit von Maharishi Mahesh Yogi, der mit lebendiger Weisheit und Humor beitrug. Es war auf einer dieser Konferenzen zum Thema Drogenrehabilitation und Gefängnisrehabilitation, dass in mir der Wunsch, die Bereitschaft und die Entscheidung geboren wurde, mit Meditation im Bereich der Rehabilitation zu arbeiten, so wie ich es seitdem getan habe. Heute möchte ich als Einstimmung auf die Meditation erzählen, wie Maharishi Mahesh Yogi über Bewusstseinszustände gesprochen hat. Es gibt primär 7 Bewusstseinszustände. Die ersten 3, die wir gewohnheitsmäßig erleben, sind traumloser Schlaf, Schlaf mit Träumen, Wachsein. Wenn wir mit der Meditation beginnen, fangen wir an, uns für die Erfahrung des Bewusstseins zu öffnen. Wir beginnen, Stille und Zeugenschaft zu erfahren. Wir beginnen, reines Bewusstsein zu erfahren, wenn auch nur vorübergehend und nur teilweise. Wenn wir weiterhin regelmäßig meditieren, beginnen selbst unsere starrsten mentalen Strukturen, sich mit Bewusstsein zu durchdringen. Wenn es uns möglich wird, uns, wann immer wir wollen, mit unserem Raum der Transzendenz zu verbinden, dann, sagt Maharishi Mahesh Yogi, kann unser Bewusstseinszustand kosmisches Bewusstsein genannt werden. Wir erleben immer noch die Dualität, die äußere Welt mit all ihren Geschichten und Widersprüchen. Unser innerer Raum des reinen transzendenten Bewusstseins, der inneren Vollkommenheit. In diesem Zustand wirkt der gewohnheitsmäßige Stress nicht mehr so tief auf uns ein, wie er es vorher tat. Diese neue Situation ermöglicht es dem Nervensystem, sich zu verfeinern. Es erlaubt uns, unsere Sinneswahrnehmungen zu verbessern, bis zu dem Punkt, an dem wir weit über unsere üblichen Fähigkeiten hinaus wahrnehmen können. Maharishi Mahesh Yogi nannte diesen Zustand göttliches Bewusstsein. Hier werden wir uns der immer subtileren Ebenen der Schöpfung bewusst. Maharishi sagt, dass an diesem Punkt der gewohnheitsmäßige Stress uns nicht mehr berührt und es unserem Wahrnehmungssystem erlaubt, seine Möglichkeiten zu erweitern, bis wir eine solche Wahrnehmungsfähigkeit erreichen, dass wir reines Bewusstsein erfahren können, nicht nur als die Basis, das Fundament unseres Geistes. Wir beginnen reines Bewusstsein
als die Grundlage der gesamten Schöpfung zu erkennen. Das bedeutet, dass wenn bis jetzt das Konzept des Ichs, des Bewusstseins, im Raum unseres Herzens angesiedelt war, wir von nun an beginnen, dieses Bewusstsein, dieses Ich, als die Grundlage in aller Manifestation wahrzunehmen. In dieser Situation erleben wir den Zustand des Einheitsbewusstseins. Es ist eine völlig neue Wahrnehmung des Selbst. Dies führt zu einer Identifikation der Einheit. Hier möchte ich einen Gedanken einfügen. Wenn Jesus Christus vom Selbst sprach, sprach er aus dem Bewusstsein der Einheit, während es für den Zuhörer die Worte des Zimmermannssohnes waren. Und hier entstehen natürlich die ersten Missverständnisse. Diese Bewusstseinszustände beschreiben einen bestimmten evolutionären Weg, aber es ist von grundlegender Bedeutung, nicht zu vergessen, dass reines Bewusstsein, unser Selbstgefühl, in all seiner Vollkommenheit als Grundlage in allen Bewusstseinszuständen vorhanden ist. Deine innere Vollkommenheit ist immer gegenwärtig als deine Grundlage und unabhängig davon, in welchem Bewusstseinszustand oder welcher Situation du dich in diesem Moment gerade befindest. Was ich dir von ganzem Herzen wünsche, ist, dass du deine innere Freude entdeckst und erkennst. Ich wünsche dir, dass du deine Gefühle, Gedanken und Handlungen mit deiner grundlegenden Gutheit in Einklang bringen kannst. Ich wünsche, du kannst dich erinnern und fühlen, dass unabhängig davon, wie du dich heute gerade fühlen magst, deine wahre Identität und Natur Bewusstsein, Freude und Liebe ausdrückt. Ich wünsche dir, dass du mehr und mehr die Natur deines Seins auskostest. Ich wünsche dir, dass du ohne jeglichen Grund glücklich bist. Zum Abschluss noch einmal das Gedicht von Jalaluddin Rumi. In meinem Herzen sind sowohl außen als auch innen alles er. In meinem Körper sind sowohl Seele als auch Adern und Blut alles er. Wie können Glauben und Unglaube an diesem Ort einen Platz finden? Ohne wie ist meine Existenz, denn alles ist er. Lass uns nun zur Meditation übergehen. Schließe deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte, wie die Luft einströmt und wie die Luft ausströmt, wie die Luft einströmt und wie die Luft ausströmt. Halte deine Aufmerksamkeit auf dem Atem verankert und verbinde dich auch mit dem kleinsten Hauch von innerer Freude. Nutze genau diesen deinen Atem, um dich zu verbinden. Erkenne, dass diese innere Freude und Dankbarkeit gleich der göttlichen Quelle ist. Ich wünsche dir eine gute Meditation.